Da ist Rickli aus St. Gallen. Grüezi, Herr Jauch. Ja. Wir sind zwei Personen, der Patrick und der Frank Rickli, und wir haben heute in Zürich eine Einsammelaktion gestartet. Weiss das Gegenteil vom Verkaufen, wenn man nichts verkauft? Ja, ich verstehe, dass das nicht kommerziell ist, oder? Und gibt es irgendwie so... Wie sagt man dem, so einen grauen Bereich, wo sie wie gesagt, wo man keine Bewilligung braucht? So einen grauen Bereich, wo ich eben nicht sagen kann. Oder würden Sie uns empfehlen, was wir machen, damit es im weißen Bereich ist? Also wenn man jetzt nur mit den Leuten reden tut, braucht man da auch schon eine Bewilligung? Nein, natürlich nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel gleichzeitig noch schreibt, dass man sammeln tut, alte Taschen. Ist das ein Problem? Wie meint sie das? Also eben, dass die Leute, die vorbeilaufen, sehen, wir sammeln Taschen. Also, aber sie dürfen nicht aufstecken. Nein, aber wenn man es schreiben auf das T-Shirt, anders funktioniert. Ich weiß nicht, dass ich mit Ihnen zwei Stunden diskutieren kann. Ich habe Ihnen gesagt, was möglich ist und was nicht. Und ich muss jetzt auch weiterarbeiten. Okay. Aber trotzdem vielen Dank. Also, ja, bitte. In dem Fall ein schönes Tagli und. Ja. Vielleicht sieht man sich auf der Straße. Vielleicht. Wären Sie uniformiert oder wären Sie normal? Nein, nein. Okay, muss super. Also, gut, wir sind zwei Zwillinge. Also, wir sind Zwillinge und Freitag sind ja Brüder. Also, wir sind eigentlich vier Brüder, die unterwegs sind. Okay. Muss super. Also, vielen, vielen Dank. Ja, dem schönen Tag, ja. Ja. Genau. Ja, jetzt gefunden, das Schalterfenster ist ein bisschen hoch, ja, in Waldstadt. Ja, das ist eben ein Lastwagen aus alten Freitagtaschen. Ja, okay. Sieht man das? Das sieht man. Ja. Das ist jetzt schon. Also Entschuldigung. Ja. Grüezi. Oder da würden Sie sammeln und Ihrem Schlafzimmer aufbauen als Installation oder was? Ja, das ist schwierig. Also vielleicht auch etwas, was hier anfällt, oder? Also Energie würde ich gerne sammeln. Ich bin relativ viel Abwärme. Mhm. Und da reicht mich, oder? Wenn ihr denkt, das ist so für die Nachbarn, wo können wir den Kaffee trinken? Also die Frage, die wir in Wallstadt hinterlassen wollen, ist eigentlich vom Gemeindepräsidenten, nämlich Energie speichern. Aber mir eigentlich eine absurde mit Frage formuliert, die sich aber nicht auf die Lokalität bezieht. Ja. Also kann Abwasser aufwärmen? Mhm. Wenn es jetzt einfach das Plakat-Ding, also so ein bisschen das Ab und Auf, also dass man irgendwie so ein bisschen den Kreis drin hat. Mhm. Also einfach aus der Uni auch sogar, kann Abwärme aufwärmen? Mhm. Aber noch links. Aber im Himmel. Ja, klar. Ich kann mal zeigen, wo man das Plakat aufstellt. Ja. Probieren. Freut mich. Ja, ja. Es ist, wenn es leicht feucht ist, gibt es schwarze Finger, ja, ja. Aber es geht echt gut. Auf der Höhe vom 60er-Schild, hat er gemeint. Okay.
Oh, die Gräsel sind schön. Die sind schön. Wir probieren es. Ja, ich weiß nicht, aber ein kleiner Ritter. Ja. Also, da gibt es Subventionierung, weißt du? Freitag ad absurdum. He? Ja, ist gut. Wer will den anderen, soll ich nochmal? Ja, ja, kannst du. Sie hat hier da von Alex... Ja, genau, sie hat verhäckselt, oder? Ja. Und wie ein Bär ist von dem her schon noch witzig. Sonst können wir einfach auch mein Klasse-Stängel hier im Kreislauf. Bringen, das wäre gut, das wäre die Szene mit Ihnen schwätzen, sagen, wir hätten dann noch ein Stück, ob Sie es können. Ob Sie Interesse hätten. Aber man kann schon zuerst fragen, was Sie machen, oder? Ja, genau. Ja, wir liefern Papierfabrik Perlen beliefern davor mit Schnitzel, dass Sie heizen können und gleichzeitig Dampferzeugung mit dem Material. Und kommt noch eine Ladung rein? Komm, gerade, warte schnell. Kommt noch eine Ladung rein? Ja, kommt immer darauf an, wie viel es noch hier haben. Ich bin schon auf die Waage stehen, da muss ich reinwägen. Das müssen wir machen. Das können wir dann machen. Nein, nein, das ist schon ein bisschen kitschig. Aber das wäre eigentlich sehr schön. Ich kann erst auf 20 Kilo wägen. Sind alles die gleichen Format? Sam, du fetzt es noch schön. Ein Buchstabe pro dass wir Plakatständer sind. Du sagst, wir schreiben etwas. Also, und das Wort Repair, einfach mit so 5 so Tafeln. Repair, gross. Mhm. Grüezi, dürfen Sie noch mal schön stören? Eine Frage. Was machen wir mit unserem Holz? Eben genau, das ist eine Frage. Wir würden Ihnen das gerne abkaufen, zum Preis, den Sie es auch gekauft haben. Aber wir genau, wir hätten eine Verwendung dafür. Wir würden einen fairen Preis zahlen. Ja, ihr seht so arm aus. Sicher? Ja. Aber wir können da. Das würden wir, das Tauschgeschäft, wenigstens das. Dürften wir das dafür zahlen? Ah, dort ist er. Oh, das könnt ihr mitnehmen, das ist gut. Okay. Das Geschenk vom Haus. Gut. Herzlichen Dank. Das ist lieb. Mach's bald. Sehr schön. Ich heb's mal, da kannst du. Vielleicht ist aber auch schön, wenn einer noch über den Garten geht. Nur anästhetisch. Das macht er immer. Das ist ein schönes Detail mit der Flick. Der? Ja. Ja. Ja, vielleicht. Ich will jetzt gleich rüberlaufen, zu den Kindern. Ja, können wir mal schauen. Okay, machen wir. Das ist da. Cool. Da. Da wäre eine Vollkonfrontation. Ja. Ich glaube, wir haben es gefunden, Vollkonfrontation mit dem Einfamilienhaus in Schlüpfheim. Absurd korrekt, wenn wir sie. Wenn sie kompostieren? Nein, ich tue nicht mehr Garten, ich habe nur Rasen und so Sachen. Ja, okay, und Kompost mache ich eigentlich nicht mehr. Wir wollen eben noch etwas aufstellen. Sehr wahrscheinlich machen wir das vielleicht hier. Könnte man noch vorstellen. Da ist Gras, dürft ihr ja einfach nicht in die Straße aus. Eben. Grüezi. Grüezi. Wir sind auf einer besonderen Fahrt von St. Gallen, von der Ostschweiz, nach Lausanne. Der Lastwagen, was assoziieren Sie, wenn Sie das sehen? Ja. Die Blachen. Konterbund. Die Frage ist eigentlich ganz konkret, ob es Ihnen etwas ausmacht, wenn man die Brücke und die Blachen, das ist ein wirklich dieses Kunststück, bis am Morgen beim 6. hier können wir anstellen.
Rasenmäher ist einfach ein ästhetisches Wort. Ich finde es einfach schön. Und vor allem, es passt in das Quartier. Wir! Nicht im Nachbarn sind. Jetzt hat der Rasenmäher, Mann. Der Rasenmäher, Mann. Mal, der Rasenmäher, Mann, ist bekannt. Oh, das ist ein schönes Bild. Wenn man die Erde dann in die Blache tun könnte, dann könnte man die nachher hinlegen. Also vor allem nachher das Kleinzeug. Den kannst du oben nachlegen. Gut, aber wir müssen ja den Tati erst brauchen. Freundlich winken, ganz freundlich. Das Schild können wir nachher dran schrauben, oder? Was meinst du? Ja, jeder alles eigentlich. Ja. Also eine einfache, banale Frage, wo du, wenn du Leute rauslütest. Aber haben sie Reste? Das ist einfach. Ja. Für mich ist das nicht der absolute Gewinnersatz, aber. Nein. Ja, Dani. Aber ist gut. Hey, gellen sie? Sie haben. Ich hei nicht Reste. Hey dir, oder? Hey dir nicht. Hey dir. Gut, gellet. Gellet, dir hei keine Reste. Gellet. Gellet, gellet. UED. Gellet. Gellet. Zusammen gäbe es eine gute Suppe. Achtung, fertig. Jetzt. Ja, danke. Guten Morgen miteinander. Ist jemand daheim? Können Sie die Frage lesen? Wie spricht man es auf Berndeutsch korrekt aus? Wir haben es versucht, im richtigen Dialekt zu sagen, aber wir sind nicht sicher gewesen. Wir wollen herausfinden, ob Sie sozusagen Reste haben. Oder ob Sie das auch kennen, dass man Reste hat daheim. Also natürlich auch Sie im EG und im Ersten, also ob alle, meistens gibt es ja überall ein bisschen Reste. Haben Sie es können lesen? Ja, ja. Was haben Sie verstanden unter Resten? Reste, gesagt, es gibt viele Reste. Und unsere Idee ist halt, was passiert, wenn der Reste aus jedem Stock zu einer Suppe wird? Ja, aber das mache ich eben schon. Also im Haus? Ja, ich wohne da. Wir machen schon aus meinen Resten, wo man Suppe machen kann. Suppe. Wenn jeder etwas in die Suppe mitbringt, wird dann einmal im ersten Stock am Freitag Suppe gegessen, dann im vierten wieder. Es wäre mir Wunder, was das für eine Suppe gäbe, wenn wir alle die Reste würden in eine Suppe tun würden, oder? Das gibt es eben bei mir heute Mittag. Aber du bist ein klassischer Reste. Ja. Es sieht genau, Reste sieht genau so aus. Kann hin, oder? Ja, was gibt es hier? Wenn Sie den Kühlschrank machen, sieht es auch irgendwo so Schäle, wo irgendwo ein Rest drin ist. Ein Würstchen habe ich noch. Oh nein, aber das ist ja. Also jetzt wäre es eher fein. Es ist da, hier. Was für einen Namen würde es dieser Suppe geben? Man hat Wienerli, Hörnli, Brot und exklusiv noch Pfirsich. Sogenannte Holz. Hölzli-Achersuppe. Hölzli-Achersuppe. Ja, das wäre gut. Da kann man sich merken, vor allem die Aprikosen. Hölzli-Achersuppe. Das ist der Pedi, hoi. Hoi, Sally. Hoi, ciao. Sind beide am Apparat? Max ist auch da. Okay, hoi, super. Zusammen.
sagen, ja, wir machen Tests aus alten Lastwagen Blacher. Und ich glaube, erst mit dem, dass ich ein Blacher wirklich auf dem Lastwagen war und unterwegs war, wird es ein Lastwagen Blacher. Die Patina, die ja eh schon da ist, dadurch, dass die Tests zum Teil schon 20 Jahre gebraucht worden sind, die Verletzungen, die Spuren, die werden jetzt nochmal gefüllt mit neuer Luft. Das ist eigentlich wie eine zweite Haut. Wir haben noch eine Frage, haben wir ja im Lastwagen drin platziert, wie haben wir die formuliert? Wie schwer wiegt Ihre Haltung? Einstellung. Genau. Also wie schwer ist Ihre Einstellung? Für viele Leute ist es wirklich nicht ganz nachvollziehbar, was machen wir da eigentlich? Und was ich persönlich spannend finde, ist wirklich das vermeintlich Absurde, das Leben und Umsetzen, ist oft gar nicht so absurd, wie man denkt. Weil hier die Absurdität liegt ja oft das Verborgene. Ist gut. Ich glaube, das ganze Projekt habe ich davon gelebt, dass man die Sachen nicht nur sagt, sondern wirklich macht. Das war ein echtes Ereignis und nicht ein Pseudo-Ereignis. Also wir haben das wirklich auch als Fahrt gesehen mit dem Lastwagen, mit den Planen, die auch Funktion hatten. Wir haben ja drin geschlafen. Auch. Sollen wir kehren oder weiterfahren? Nein, schon. Ich weiß. Viel lässiger. Ah, okay. Ich muss noch sagen, wir sagen ja jetzt schon, dass unsere Produktgeschichten erzählen. Aber jetzt gerade die fünf Rucksäcke, die erzählen natürlich definitiv ja, mehr als eine Geschichte. Oder? Und wären die nicht unterwegs gewesen, die Blachen, nochmal, dann gäbe es weniger zu erzählen. Und ich glaube, das Aufladen von diesen Produkten, die jetzt da nachher auch aus dem Museum rausgetragen werden, das hätte, glaube ich, nur so können stattfinden. Es wäre natürlich cool, wenn auch die Schleuder irgendwo im Einsatz wäre, zum Beispiel. Ja, außer ich weiss nicht, wie heisst sie in Lausanne, weisst du, sogar Madame. Dort hat sie fast ein bisschen Anrecht, die Schleuder. Ja, ich denke auch, sie müsste das Fahrnutzungsrecht haben. Ich meine, wir können uns auch für die fünf Rucksäckorte überlegen. Also vielleicht kann man wirklich sagen, die Fahrt St. Gallen, Lausanne, Lausanne-Retour, dass man wirklich versucht, sämtliche Exponate zu platzieren. Mit dem Migo können wir genau das gleiche machen. Der hat sicher Freude, wenn wir nochmal kommen. Absolut. Das gibt schon noch etwas zu tun. Ja, also eigentlich fängt es erst an, gell?